Ich bin sehr dankbar allen Helferinnen und Helfern, die hier im Ahrtal und auch im Landesverband Nordrhein und Westfalen-Lippe bei der verheerenden Flugkatastrophe im letzten Jahr geholfen haben. Aber es wäre verantwortungslos, wenn wir daraus nicht auch Konsequenzen ziehen würden. Und ich ziehe zwei Konsequenzen daraus, die mir in besonderer Weise wichtig sind und die ich auch politisch bei jeder Gelegenheit an die Verantwortlichen anbringen werde. Das eine ist, wir brauchen dringend die rechtliche Gleichstellung aller ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im ganzen Bundesgebiet, und zwar eine bundesweit einheitliche Regelung, die alle Bereiche umfasst, nämlich die Lohnfortzahlung, die Arbeitsfreistellung, die soziale Absicherung und auch Ausbildung und Qualifikation. Auch das gehört mit dazu. Ein zweites Anliegen habe ich, das hat auch die Flutkatastrophe gezeigt, aber das zeigt die Pandemie, das zeigt auch die Entwicklung bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Wir brauchen dringend eine bessere Ausstattung des Bevölkerungsschutzes. Ich werde nicht müde, diese Anliegen an der entscheidenden politischen Stelle immer wieder vorzubringen und werde nicht müde, dieses dicke Brett zu bohren.